Der Facebook-Ad-Schrank, ein entscheidender Faktor für jeden Marketer. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INE-Marke und Sie schauen websitemarketing.ch. Wenn Sie Facebook als Marketing-Tool einsetzen möchten, dann müssen Sie unbedingt den Ad-Schrank in Betracht ziehen. Denn der entscheidet, welche Nachrichten wie lange bei welchem User angezeigt werden. Also wie lange sich ein Post hält, ob er überhaupt erscheint oder nicht. Wenn ich bei mir ins Facebook-Profil reinschaue, das ist hier auf dem Desktop, vorausgeschickt mal gleich, dass es auf einem Pad oder auf einem Smartphone ganz anders ausschauen kann, dann sehe ich hier die Posts, die mir angezeigt werden. Ich kann einen Post hier beispielsweise verbergen, das beeinflusst beispielsweise auch den Ad-Schrank, aber dass die jetzt, die hier angezeigt werden, auch wirklich hier vorkommen, das hat damit zu tun, dass ich die eben eher betrachte und eben vom Ad-Schrank gesteuert. Hier beispielsweise Sponsor Sports Food AG habe ich mir öfters angeschaut, darum kommt hier wieder. Nun lässt sich dieser Ad-Schrank natürlich quantifizieren, er lässt sich berechnen und besteht aus der Summe, ich habe hier eine schöne Grafik gefunden, von drei Faktoren. Affinität, Gewicht und der zeitliche Verfall oder das Ausklingen eines Postes. Der erste Teil, das U, wie es hier genannt wird, Affinity, da geht es vor allem darum, wie viel Zeit ich mit Freunden auf Facebook verbringe, also wie viel ich was anschaue von welchem User und der erscheint natürlich auch höher oben. Also wenn ich Posts von Usern gar nie anschaue, dann werden die auch irgendwann nicht mehr erscheinen oder immer weniger und vor allem nichts zu oberst. Der zweite Faktor ist das Gewicht. Da geht es vor allem darum, wie die Community mit einem User interagiert und da geht es natürlich darum, wie viele Posts, wie viele Likes oder wie viele Kommentare die Posts kriegen. Wenn ich also 10 Posts rausgelassen habe auf Facebook und keiner wurde geliked, keiner wurde kommentiert, dann hilft mir das sicherlich nicht, meinen Ad-Schrank zu verbessern. Und dann das letzte noch ist natürlich der zeitliche Verfall. Da geht es vor allem darum, dass über die Zeit die Posts weiter nach hinten rücken und umso stärker hier ein Post ist, umso mehr Gewicht ein User hat, umso höher sein Ad-Schrank ist, umso länger hält sich ein Post dann auch unter den Top-Anzeigen bei Facebook. Das Ganze lässt sich, ich habe hier eine Seite gefunden, wie immer auch messen, der sogenannte Ad-Rank-Checker. Ich kann hier direkt auf Facebook connecten und sehe dann meinen Ad-Rank. Habe ich natürlich nicht gemacht, ist aber jetzt gerade eine wichtige Sache, vor allem für Firmen, die sich auf Facebook tummeln, dass sie checken, wie ihr Ad-Rank ist und natürlich auch Privatpersonen, wenn sie das für Marketingzwecke einsetzen. Denn diese drei Faktoren entscheiden, ob ich überhaupt angezeigt werde. Kann gut passieren, dass ich meiner Zielgruppe gar nicht erscheine. Wie lange ich dann bleibe, wie lange ich mich also oben halten kann. Würde mich interessieren, ob ihr euch mit dem Thema auch schon befasst habt. Ich wirke ja schon seit über einem Jahr in Facebook rum. Das wie immer ihr als Kommentar. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr hier abonnieren. Mein Name Philipp Sauber. Ich bin von der INE AG und Sie haben Website marketing.ch geschaut.